ganz einfache Situation, wo ein Mensch geht runter seine eigene Höhe, aber gleichzeitig auch seine eigene Länge beim Liegen, auch beim Stehen. Und jede Treppe ist auch ein bisschen runter von meiner Höhe und etwas mehr am Liegen. Am Ende ist es ein Diagonal. Diagonal, der verbindet das Stehen mit dem Liegen. Und diese 7 Schritte, kann man sagen, in diesem Diagonal, der ist gleichzeitig nach unten und horizontal. Eine ganz elementare menschliche Erfahrung, die gibt es in jeder Treppe, überall. In dem Sinn ist es ein ganz banaler Anfangspunkt. Aber ich liebe Situationen, aber der erste Schritt ist banal oder auch sehr banal, aber jeden Schritt in die Entwicklung und die Arbeiten bringt neue Dimensionen oder Schichten in diesem Fall, aber am Ende bleibt auch einfach. So Grundsätzliches ist schon, ich denke, in dieser Arbeit deutlich. Und, aber das hat auch zu tun mit, was bei mir immer am wichtigsten ist. Das sind immer verschiedene Situationen. Jetzt ist es in die Kirche, protestantische Kirche, ja, mit aller die Riesenbedeutung, symbolisch, wenn man will, oder ja, ja, ich meine, das ist meine Aufgabe, das ist, was ich probiere zu tun. Das ist auch etwas, das ich lerne, wir sagen, vom Texte vom Alten Testament, die Sprache, die Geschichte, die Erzählungen, etwas, das mich sehr inspiriert. Die Sprache überhaupt, Hebräisch, ist für mich die nächste. Und es ist typisch im Alten Testament, die Sprache ist sehr reduziert, sehr einfach. Und manchmal in einem Satz von 5 Wörtern gibt es nachher unendliche Bücher von Interpretationen und Erklärungen, ja, genau. Und alle diese, was passierte später auf dieses elementare Basis. Ich probiere davon zu lernen und zu schaffen, so einen Energiekörper. Der soll am Ende auch einfach sein, aber hat trotzdem diese Energie. Es gibt die Möglichkeit oder eine Einladung eigentlich zum Betrachter reinzugehen mit seinen Gedanken, Gefühlen und so weiter und es selbst füllen. Aber dafür braucht man diesen Energiekörper zu schaffen. Okay, das ist mal mein Werk. Und ich wundere mich hier mit, was ich sehe, mit dem Licht, mit der Änderung. Das ist etwas, ich spüre, das ist mehr als ich bin. Ich muss es noch lernen. Solche Qualitäten, die Energien auf die, wir sagen, auf die Augenebene, was man sieht und Formebene. Aber dann kommen die anderen Ebenen, auch die, ich würde es nennen, so ein Dialog, ja, zwischen dieser Einladung, der sehr ungewöhnlichen Einladung von einem Pfarrer in einem evangelische Kirche, zwar sicher als Jude, Israeli, und die Geschichte ist bekannt. Das habe ich, diesen Schritt habe ich mit großer Freude gemacht. Das ist dieses Treffen, eine gemeinsame Arbeit. Ich habe mit Freude die Einladung auch bekommen. Und auch sehr bewusst diese,
ich würde sagen, ein guter Wille zu Eindruck ausdrücken, hier etwas in diesem Ort zu machen, weil ich könnte das in einem anderen Ort auch machen. Habe ich früher gemacht, anders. Aber hier bekommt es sicher nochmal Bergen von Energie. Damit muss ich hier arbeiten und dazu noch der Sand, Erde von Israel. Das ist noch ein Schritt mit großer Bedeutung, auch visuell. Die rote Farbe ist ja intensiv, hat nochmal sehr viel Energie in die weiße Gefäße.